Ein Frachtflugzeug in China brennt aus, spektakuläre Bilder. Dann, wer Süßes isst von Ferrero, kann einen Bahngutschein mit 10 Euro bekommen. Eigentlich, wenn er viel isst, könnte mehr bekommen. Und United denkt über neue Ziele in Europa nach, denn sie bekommen vielleicht schon nächstes Jahr die neuen Airbus A321 XLR, also sogar mehr als die LRs. Aber wir machen an dieser Stelle erstmal das Intro. Auch an diesem heiligen Sonntag gilt wie immer Abonnierbefehl. Nachdem ihr hoffentlich in der Messe wart, kleiner Scherz, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like dazulassen, aber die Glocke auch anzumachen, damit ihr informiert werdet, wenn wir einen neuen Beitrag senden und ihr den nicht verpasst. Denn ihr wollt doch alles über Punkte, Status und vor allem Meilen wissen. Und das vierte hat nicht gefehlt, sondern ich habe es einfach nur ans Ende gestellt. Kommentieren. Kommentiert, was ihr zu der Folge haltet oder alle Fragen zu meinen Punkten und Status. Das erste Thema: ein russisches Flugzeug auf dem, was eigentlich fliegen sollte, von Huangshu, China nach Novosibirsk, eine Tupolev 204, brennt aus. Ja, es ist eine Cargomaschine gewesen mit 8 Crewleuten und das Flugzeug fing beim Pushback an, Gott sei Dank, zu brennen. Klingt jetzt erstmal wieder, Gott, was sagt Lasser? Gott sei Dank ist es beim Pushback passiert und am Boden und nicht in der Luft, weil innerhalb von 2 Minuten, wo die Feuerwehr da war, war schon das Dach angekokelt. Das heißt also, das Flugzeug war dem Verderben preisgegeben, also wenn es gestartet gewesen wäre. Und da sieht man, wie schnell Feuer ausbrechen können. Was es war, weiß man nicht. Insofern kann man nur spekulieren. Aber die 20 Tonnen Fracht, 26 Tonnen Sprit, die an Bord waren, die sind einfach explodiert. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, die 8 Crew konnten gerettet werden, sicher aus dem Flieger, und zwar indem sie selbst da raus sind. Ein weiteres Flugzeug, was ein bisschen Malesche hatte, das ist eine 767-300, der Condor, Entschuldigung, 757-300, der Condor, 767, komplett Banane. Also eine 757-300 von der Condor, die eine Sicherheitslandung nach einem Triebwerksschaden macht. Ihr könnt das einfach mal googeln, da gibt es auch Videos, da hört ihr einfach mal, was so ein Kompressor-Stall ist. Und die Condor mit der Kennung Delta Alpha Bravo Oscar Bravo, 23,3 Jahre alt, auf dem Flug von Lanzarote nach Hamburg. Das war auch die Flugnummer, wenn ihr die wissen wollt, habe ich euch auch aufgeschrieben. Das ist die Delta Echo 1439. Ist beim Start ungefähr auf 5000 Fuß. Da hört man richtig, wie die Kompressorgeschichte einfach explodiert. Und das ist so wie so ein Rohrkrepierer. Aber guckt euch ein Video an. Hatte 209 Passagiere an Bord, auch 8 Crew. Und die sind dann in Lanzarote wieder gelandet, sicher, haben einen Tag gebraucht, um das Flugzeug zu reparieren. Das Flugzeug ist dann auch wieder zurück nach Hamburg geflogen mit den Passagieren, einen Tag Verspätung und einen Tag länger auf Lanzarote. Weiß jetzt nicht, ob das schlimm ist, wenn man einen Tag länger auf Lanzarote war. Eigentlich eine coole Gegend. Condor hat es bezahlt. Auch hier wieder, Gott sei Dank, niemand zu Schaden gekommen. Flugzeug repariert und alles wieder gut. Airbus hat ja neue Flugzeuge auf den Markt gebracht. Sagt ihr, neue Flugzeuge? Na gut, der A321er ist jetzt kein neues Flugzeug, aber die Variante davon, die LR, die Long Range, und dann die XLR, die Extended Long Range. Die Extended Long Range ist deshalb spektakulär, weil das Flugzeug noch mehr Reichweite hat als der kleine Bruder LR, der von der Scandinavian Airlines gerade zum Beispiel in Dienst gestellt worden ist. Und United macht sich jetzt Gedanken, wie sie das Flugzeug einsetzen. Sie bekommen es ja wahrscheinlich ab 2023, 2024 in dem Dreh. Und die Vorbereitungen laufen. Es wird eine 3-Klassen-Konfiguration geben, Polaris-Sitze, wird eine Premium-Economy geben und eine Economy. Flugzeug soll eingesetzt werden von New York aus. Und jetzt kommt das Spannende. Man wird halt kleinere Städte anfliegen können. Man wird Glasgow anfliegen können, Edinburgh anfliegen können. Das sind so konkrete Ziele. Aber auch wenn man Mittelamerika sich anschaut, ist Bogotá im Gespräch in Kolumbien. Und es sollen natürlich Strecken ersetzt werden von alten Flugzeugen der 757 zum Beispiel. Und ich bin ja immer so ein Gegner von diesen Narrowbodies. Weil die sind nicht dafür gedacht, dass man, und jetzt festhalten, 8700 Kilometer Reichweite hat. Das ist so,
auch von der Komfortabilität. Aber mit den neuen Sitzen, muss ich der Ehrlichkeit halber gestehen, war ich schon impressed auf der Dubai Air Show, auch in der 737 Max, die ja dieselben Sitze drin hat. Das ist schon, aber abwarten, wie das wird. Also schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und ihr könnt ja einfach mal unten in die Kommentarspalte reinschreiben, würdet ihr solche Flüge haben wollen, weil die 757 flog ja regelmäßig zum Beispiel von Stuttgart direkt nach New York, also deutsche Ziele, ob man sowas dann machen würde. Und die 500 Bestellungen sprechen ja eine eigene Sprache. Lufthansa selber hat noch keine bestellt. Insofern schauen wir mal, ob die halt die Variante mit dem XLR irgendwann nehmen, mit dem großen Tank im Rumpf. Der erste Airbus A220 ACJ ist ausgeliefert worden. Warum ist das spektakulär? Ganz einfach deshalb, weil die ersten A320er, die auch diese Tank-Konstellation im Rumpf hatten, zwischen Segment 15 und 17, wird da eingebaut, waren Private Jets. Und die ACJs sind halt Private Jets. Und wenn man überlegt, dass so ein Airbus A320, der bei Lufthansa eingesetzt wird, 200 Leute drin hat, da sind 19 Leute drin. Da ist das Reisen dann schon wieder angenehmer. Und der ACJ aus der 220er-Serie, 220, wie man bei Airbus das selber nennt, ist in Mirabel, Kanada gefertigt worden, ist an Kamloops nach Indianapolis gegangen. Die machen jetzt das komplette Interior. Die haben auch die ersten 15 Flugzeuge, wo das VIP oder VVIP Imperial ist. Also man ist ja heutzutage nicht mehr VIP, man ist ja VVIP. Und da wird das Flugzeug umgebaut und wird Anfang 2023. Und ihr seht, das dauert über ein Jahr, dass man die Inneneinrichtung einbaut, an den Original Betreiber übergeben. Und der ist 5 Hotels and Resorts. Da bin ich mal gespannt, wie die das Flugzeug einsetzen wollen. Das Flugzeug hat eine maximale Flugzeit von 12 Stunden und man hat 73 Quadratmeter, ja, es gibt Leute, die wohnen auf weniger Fläche, 73 Quadratmeter, die man so gestalten kann, wie man möchte, mit verschiedenen Areas, mit einem Dining Room, vor allem, was da reinkommen wird, wird wahrscheinlich ein Bett sein, wird eine Dusche sein, also richtig tippitoppi. Und davon, von dem Flugzeug, sind ja auch einige bestellt worden, aber es fliegen im Moment 210 ACJs in den verschiedensten Varianten, A318, 319, 320, aber auch sogar ein A380er, den gibt es ja in einer Private Jet Edition. Alle, die ihr jetzt durchgehalten habt, bis zum letzten Thema. Das letzte Thema ist Essen für Gutscheine. Ferrero hat wieder Gutscheine auf den Aktionspackungen von der Deutschen Bahn. Diese Gutscheine findet ihr auf Duplo 10er, 18er, Duplo White 10er, Duplo White 18er, Kinderriegel 10er, Kinderriegel 18er, Kinder Bueno 6er, Bueno 10er, Kinder Bueno White 6er und Kinder Country 9er Packung. Wer aber Hanuta-Liebhaber ist, kriegt die auch auf der 10er Packung, auf den Hanuta Minis und auf den Hanuta 5er Riegeln. Ich hoffe, ich habe kein Produkt vergessen. Ich selber mag irgendwie gefühlt alles, was ich aufgezählt habe. Die Codepackungen sind sehr gut markiert. Das heißt also, es steht auch drauf, dass da ein Code drin ist. Wenn ihr also kauft, achtet darauf. Der Code ist einlösbar bis zum 31.03.2022, ist sogar nutzbar mit allen Bahncard-Rabatten und ist auch diese kostenlose Kinderfunktion ist ja dabei. Kinder bis 14 Jahre, glaube ich, von 6 bis 14 reisen umsonst. Weiteres, was ihr wissen solltet oder was ihr beachten solltet, ist, ihr müsst einen Mindestwert haben nach Abzug von Rabatten und ohne Sitzplatzreservierung von 29,19 Euro. Das ist ein Code, der direkt in der Packung ist. Den könnt ihr in der App oder aber auf der Webseite direkt abziehen. Aber achtet, wie gesagt, auf die 29,19 Euro Mindestwert nach Abzug von Rabatten und dem Sitzplatz. Heute am Heiligen Sonntag eine kürzere Sendung. Ich denke, ihr seid auch froh, wenn ihr mir nicht zu lange zuhören müsst. Oder wenn ihr eine andere Meinung habt, denkt daran, einfach abonnieren, Glocke an, kommentieren und liken. Also insofern freue ich mich auf eure Kommentare hier unten und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.